Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Und zwar habe ich hier einen Mod von unserem guten Twister 68. Der Link ist unter der Videobeschreibung hier bei Autos. Und zwar haben wir hier LKWs. So. Hier unten könnt ihr ja die Höhe einstellen von den LKWs. So, dann setzen wir mal den ersten hin. Das ist einer von Duplo. Dann kommt Edeka, Deichmann, Aldi, Rewe, Metro und Paulaner. So, jetzt gucken wir uns die guten Teile mal an. So, hier Duplo mit Licht als Ersatz, ein schönes Auto. Hier ist eine Zubordwand. Hier ist eine Bordwand mit Falten, also die kann man aufmachen. So, dann hätten wir hier den nächsten LKW. Was sind es denn? MANs, ne, Mercedes. So, dann hätten wir den nächsten LKW hier von Edeka. Edeka doch. Täglich frische Sachen. Dasselbe mit der Bordwand, Licht und die Zugmaschine sind alles dasselbe und die Anhänger nur halt andere Werbung. Dann haben wir hier einen von Deichmann. Was soll man da jetzt noch groß zu sagen? So, dann haben wir einen von Aldi. Oh, Metro habe ich doppelt. Den Metro nehmen wir weg. So. Den Aldi habe ich ja gehabt. So, dann haben wir hier einen von Rewe. Hinten mit der Reklame für Rewe drauf. So, alle mit Beleuchtung. Und dann haben wir hier den von der Metro. Jetzt muss ich nur mal gucken. Den Paulaner. Also jetzt, ich hatte den Metro aus Versehen doppelt, aber dafür fehlte der Paulaner. So, jetzt haben wir dann auch noch den Paulaner. Schön im Detail. Sie sind nicht nur als Ersatz erhältlich, sondern wir können sie auch auf die Straße bringen. So, jetzt wollen wir dann mal gucken. Das sind 2, 4, 6, 7 LKWs. Auf der Straße fahren aber, glaube ich, 8 LKWs. Da gibt es nämlich den Unterschied zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. So, dann wollen wir mal eine Linie einrichten, damit wir die uns mal angucken können. So, wir können natürlich keine normale Haltestelle nehmen, also nehme diese Haltestelle hier und setzen dann vielleicht noch mal hier eine hin. So, dann machen wir eine Linie daraus. So, nehme grün. So, Station hinzufügen, die Station und die Station. So, dann hätten wir das auch. So, und jetzt schauen wir uns mal die LKWs im Betrieb an. Da sind sie. In 8 Varianten sogar. Die Ersatz gibt es in 7 Varianten und die in 8. So, wir hätten jetzt zum Beispiel Aldi, Deichmann, Duplo, Edeka, Metro, Paulaner, Rewe. So, wo ist jetzt der 8? Der ist gar nicht da, da ist nur ein Kästchen. Aber ist ja egal. So, also wir haben jetzt Germany Trucks. Aldi, Deichmann, Duplo, Edeka, Metro, Paulaner, Rewe und einen Unbekannten. So, die setzen wir jetzt alle mal auf die Linie. Grün. Und gehen zum Straßenbahndepot. Zum Autodepot und gucken mal, was für Fahrzeuge rauskommen. Okay, alle, die kennen wir ja schon. Da kommt der gute von Deichmann. So, schöne Motorgeräusche gibt es auch noch. Blinken tun sie auch schön.
Wir gucken uns gleich mal noch das Cockpit an. So, da ist der Duplo, da ist der Paulaner. Da kommt noch mal ein Duplo. Hat der eine andere? Ich halte mal kurz an. Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Hat der das auch hier draufstehen? Ja, hat der auch. Okay. So, dann weiter. So, Metro. Dann kommt Edeka. Und dann kommt keiner mehr. Na dann. Nehmen wir uns hier den mal vor hier. So. Großer Stau da. So, da ist der Edeka. Wenn alle Fahrer mit Schlips und Krawatte da rummachen, wäre das aber schön. So. So, jetzt gehen wir mal da rein. Okay, von innen haben die LKWs jetzt nicht viel zu bieten. Da sieht man dann auch den Anhänger nicht, wenn man durch die Scheibe guckt. Da sieht man nur einen Teil von der Zugmaschine vorne. Also dieser Blick ist jetzt nicht so prickelnd, dass wir da lange mitfahren müssten. So. Wie gesagt, das sind hier die 8 LKWs. So, hier stehen die anderen. Ich lasse sie jetzt mal hier alle antanzen und dann gucken wir mal, was der Achter eigentlich ist, aber es war ja eigentlich kein Achter da. So, halten wir den mal hier an. So. So, das ist Aldi. Da kommen die anderen. So, jetzt will ich nochmal hier hingehen und gehe nochmal auf die LKWs. Gehe nochmal oben auf den hier. Da gibt es kein Bild zu. Aber wir setzen den auch mal auf die Linie und gucken mal, was dann da... Da kommt eigentlich auch nur ein Duplo-Laster raus. So, dann könnten wir ja den auch wieder verkaufen. So. Weil Duplo haben wir ja schon zweimal. So, dann können wir ja hier gucken. Da ist ein Bus dazwischen, Aldi, Deichmann, Rewe, Duplo, Paulaner, nochmal Duplo, Metro und Edeka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil der Duplo ist ja doppelt. Also ich meine, bei einer anderen Folge hatte ich auch die LKWs. Da waren sie aber manchmal auch etwas anders. Ja, ich meine, ich hätte, oder das war natürlich, kann auch ein anderer Mod gewesen sein, da hatte ich nämlich die LKWs als Aldi Süd und Aldi Nord noch als Fahrzeuge. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Mit diesen Bildern möchte ich mich dann wieder von bei euch verabschieden und hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und wir sehen uns demnächst wieder oder hören uns demnächst wieder. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis bald, euer Donny.